Stimmt, paddeln. Das finde ich cool. Alright, start rowing. Das ist auch wieder Synchrondödel gewesen, ey. Hallo und herzlich willkommen zu Dulli TV. Spielt A Way Out und nicht so, wie ich es in der ersten Folge gesagt habe, The Way Out. The Way Out. Ist so ein Fail. Naja. Ich wollte dich nicht korrigieren. Egal, ich find's gut. So hat das ganze Charakter. Ich meine, jetzt wollte ich Behindertenwitze machen. Aber mache ich nicht. wie komme ich da wieder raus? So, ich bleib am besten drin, so wie in deiner Mama. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Dulli TV. Ich mach noch mal eine Anmoderation. Nö, komm. Ach komm, lass einfach starten jetzt. Ich will zocken. Danke. So, Ich mach wieder den Großnasenbär, okay? Ich wollte gerade sagen. Ja. Du machst Leo und ich nehme wieder Vince. Leo Caruso. Babidi Bibi, bitte, Babidi. Hat sich irgendwas verändert? Nein. Immer noch 14 Jahre Haft, dabei haben wir doch schon 2 Jahre gespielt. Ist so. Verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht. Naja. A Way Out, sehr ja, geiles Spiel. Ich bin immer noch heiß drauf. Genauso wie auf deine Mama. Ich komm nicht mehr raus. Liebe Grüße. Außerdem liebe Grüße. Ja, liebe Grüße an alle, die zusehen und die Mütter von euch. Ja. Ich frag sie auf. Ich frag mich, wann deine Mutterwitze out sind. Glaubst du, die werden für immer in sein? Also ich weiß nicht, ob sie immer in sein werden, aber man kann ja quasi ungefähr datieren, seit wann sie angesagt sind. Ja. Und zwar muss man ja wirklich eigentlich diesen groben Deine-Mutter-Witz, der ist eigentlich ja mit der Verarschung deiner Geburt? Von Herr der Ringe rein. Achso, okay. So, you used to mit der Verarschung von Herr der Ringe hier, mit Lord of the Rings. Ach so. Nee, es gab doch schon vorher Deine-Mutter-Witz. Damit? Ja, aber nicht so krass. Das ist der Standardspruch gewesen. Findest du? Von wegen, ja. What? Deine Mutter schluckt. You're actually the first guy worth in a bank that I've talked to without a gun in my hand. So, jetzt haben wir hier, was sagen, laben wir denn auch hier so? A drücken. Das reden sie. Sie reden A drücken. Zum Fortfahren drücke sie bitte A. Okay, ich kann hier nicht straight runter. Gesundheit! Nach wie vor ist die Grafik crap. Also bei mir sieht's top aus. Ja, fick dich. Und mit auf meinem scheiß Handy sieht's sogar besser aus als auf meiner Xbox. Ja. Also auf meinem Handy sieht's sogar ultra premium aus. Hilf mir, ich brauch Hilfe! Schneller! Ich will dieses Fass hier. Ich will Fass. Den Zaun. Ich will den Zaun. Hey, du kannst reden. Drück mal Y. Come on, man. Oh, du rufst mich. Ja. Kann ich auch reden? Nee, du machst ja nix. Oh. Ich wollte es eigentlich ganz spannend machen. Aber man kann es nicht spannend machen. Nee, so gar nicht. Okay, brechen wir jetzt in eine Kirche ein? Das ist doch eine Kirche, oder? Nee. Nee, das ist eine Farm. Das ist eine nur Farm. Ein Herrenhaus. Willkommen bei Resident da Evil. Gucken welche die Nachrichten. Resident Evil. Die Fugitives are still at large and considered highly dangerous. Extrem gefährlich. Die hat eine Schrotflinte. Don't you worry, honey. Those two fools come around here. They'll get a taste of old Betsy. Betsy ist auch so der Standardname, ne? Ja. I say we take them out. Are you crazy? It's an old couple. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean we tied them up with something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get them out of there. Wieso haben die eigentlich keine Uniform an? Also ich meine, ja, aber dieses Hemd, also ich, ja. Du kannst ja easy die Nummer abmachen, dann sieht das ja ganz normal aus. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Paar überwältigen Pferde freilassen. Sind wir für Pferde? Ja, also, oder? Was passiert denn, wenn ich das angeht? Achso, nee, wir müssen diskutieren. Nee, das geht ja nicht. Okay. Ja. Sure. Whatever, man. Let's try. Also, ich finde meine Lösungen oder mein Lösungsansatz bisher auch immer besser. Ja, ich bin natürlich auch der Aufbrausende von uns beiden, ne? Crap. It's
Okay. Dann lass sie doch prügeln. How do you know they got horses in there? It's a horse barn, Leo. What else should they have? But still, you sound so sure. I mean, it could also be empty. You hear that? Yeah. I do. Oh, eine Kuh! Eine Kuh! In welchem Film kommt man denn nochmal die Rakete an den Arsch kleben? In welchem Spiel war das? Just Cause? Irgendwo müssen wir hier. We can crawl through that barn hatch. Lass uns doch die Leiter nehmen. Aufgrund meiner Grafik habe ich sie nicht gesehen. Ja. Ich gehe als erstes. Oh. Bei mir wurde es nicht so richtig angezeigt. Es wurde nur einmal kurz blitzt es auf. Alright. Now we just need to let the horses out. Wir lassen die Pferde raus. Hey Leo, this might make enough noise to scare the horses. Vincent, first we release the horses, then we push this piece of shit. Macht Sinn. Macht natürlich Sinn. Muss man natürlich sagen. Wie wir auch als erstes Krach machen wollen. There are the horses. Let's release them. Hey, bleib mal weiter da drin hier. Here you go, buddy. Let's release the others too. Of course. Freedom for all, right? Can't argue with that. Da müssen wir, glaube ich, die Tür noch aufmachen, sonst bringt das nichts. Ja. Digga, wie mich das hier wegschiebt. Ah, hier. Schieben wir hier runter. Das Licht. What's wrong with this lamp? Come on, you piece of shit. Geil, das ist auch wieder so ein Scythe. Jetzt können wir bestimmt gleich einen Erfolg, dass du Licht angemacht hast. Ja. Den Farmer geholfen. Brauch Hilfe. Wir müssen bestimmt vorne die Tür aufmachen, oder? Oh, nee, doch nicht. Wir brauchen Schlüssel. Wir brauchen Schlüssel. Warte mal. Vorne. Ich inspiziere gerade nochmal. Die Tür ist auf hier. Now we just need to scare him out of here. Aber hast du schon richtig aufgemacht? Da war doch noch Platz, was man draufdrücken wollte. Warte, guck mal hier. Hey, ja, ja, ja. Ah ja, da. Don't you want to be free? einfach nur vorm Gesicht klatschen. Nee, hier, komm. Ich mach jetzt Geräusche, okay? Na. Warte, ich hab. Okay, ich hab grad eine Hake genommen. Was ist das hier? Maybe this will work. I can't do okay, this by myself. Du musst. Nope. Du musst ah, hier. Okay. Ja, ja, ich weiß. Die Sachen, die hier unten noch angezeigt waren, waren einfach nur da als Möglichkeit, um Krach zu machen. Ach so. Vincent, come on! Was ist schon da? Horses are escaping, honey. Oh dear, didn't we lock the barn? Of course I did. Come on, let's go. Sind wir jetzt eigentlich schlechte Menschen? Nein, wir sind die guten Schlechten, oder? Nee. See, I told you. Also schlecht wäre, wenn wir sie getötet hätten. These horses keep running. They will. So, ich hole mir jetzt die Schrotflinte. Also, schlecht hätte ich eher gesagt, wenn wir quasi die hier wirklich vergewaltigt hätten und so. Dass du auch direkt mal von Vergewaltigung ausgehst. Ich gehe davon nicht aus. Ich glaube, wir klettern hier hoch. Scheiße, er hat die Schrotflinte mitgenommen. Wie, wieso denn schon im Haus? Ist einfach durch die Tür gegangen. Warte, ich mach es mal leicht. Was denn? Wie geil. Are starting to look puffy. Warum spielst du denn überhaupt Banjo? Damn it. Fuck. Almost there. Hey Leo, yeah. There's a wardrobe here. Let's ich muss Banjo spielen. Okay, ja, alles gut. Ich geh schon mal um. Ich mir die Frauenkleider schon mal an. Ich könnte das den ganzen Tag machen.
Und jetzt dieses Bild spricht doch einfach gerade wieder für uns, oder? Wie spielst du denn überhaupt? Was drückst du? Ich kann mich nicht konzentrieren! Okay, hör auf. A, X und Y. Soll ich jetzt mal. Ich mach einmal schwer. Ich mach einmal extrem, komm. I've always found these kind of soothing. Damn it. Fuck. Almost there. Damn it. Das ist viel zu schwer. Ich brauch mal eine Guitar Hero Gitarre. Das wäre halt mega witzig. Wie man hier machen kann, das ist voll cool. This must be one of the new fancy models. Yes. Whoa, beautiful. Almost there. Damn it. Ah, ich hoffe. Oh Mann, das war richtig anstrengend. Okay, gut. Was haben wir hier? Radio. I used to be pretty good at this. Steady now. Oh, damn. Let's get a fire going. Ob das so eine gute Idee ist, dass ich erstmal ein Feuer mache und so? Ich baue hier oben auch ein Kartenhaus. Fire in the Hole ist auch das Beste, um ein Feuer anzumachen. Ja. Oh mein Gott, warum haben wir das noch nie vorher gesagt? Oh, jetzt macht es auch Sinn. Fire in the Hole. Wahrscheinlich, wenn man Feuer im Kamin macht. Guck mal, ich chill mich erstmal dahin. Wie dumm ist das denn bitte? Wir werden gerade von der ganzen Stadt gesucht und ich setz mich erstmal dahin und gönn mir ein. Ja, tada, nehm ich das doch hier. I can't believe these were actually used in war. Oh, geil, was hast du denn da? Ich will auch sowas. Ich mach erstmal alle elektronischen Geräte an. Nimm mit. Geht leider nicht. Ich kann immer nur RT drücken. Let's see. Do they have anything interesting? Hi. Is this Steve? No? Rob? No? Okay. Wo hast du dich umgezogen? Oben, oder was? Oben, ja. Never thought a couch could feel this good. Aber wo? This looks pretty interesting. Welcher Raum war das? Im Closet, im Kleiderschrank. Da, und dann links. Ah, oh, das sieht aus wie bei so einem richtigen Premium-Aussteller. Ach, jetzt macht er die Tür zu. Ganz am Anfang, erinnern wir uns, haben wir noch nackten Arsch gesehen. Geil, guck mal, ich hab eine Schrotflinte. Ja, das wird tun. Tudu. Und die Shotgun might come in handy. Nice. Oh, krass. Ich will jetzt mit dir Banjo spielen. Okay, du machst dramatische Musik und ich suche eben den Truck. Ah, da. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Oder? Nice. Oh, come on. Damn it. Bin die eigentlich immer das Gleiche? Ich mache jetzt Hufeisen werfen. Guck mal. Das ist geil. Wie wir einfach hier auch. Ich mach's mal extrem. Oh. Shit. Scheiße, viel zu hoch. Ich mach's nochmal. No way you're beating that. Na, wie viele stopfst du? Oh, ich hab ihn einfach fallen lassen. Oh, schon wieder fallen. Crap. Nicht ganz. Okay, einmal noch. Komm raus, komm. Ich will mit dem Hufeisen spielen. Warte, ich spiele gerade extrem. Jackpot. Damn it. I'm the king.
Oh, 13. Ich habe 13 Punkte gemacht. Oh, ich hab Traktor gefunden. Okay, ich komme jetzt auch. Haben wir hier alles drin gemacht? Ja, ich habe alle Knöpfe gedrückt. Warum hast du eigentlich eine Schrotflinte, du Huren? Weiß nicht, der hat sich umgezogen und hat auf einmal so ein Ding in der Hand. Smells amazing. Yeah, smells pretty damn good. Okay, ich habe schon mal einen Kanister. Wie wir, ohne Witz, wie wir uns hier auch einfach zu Hause fühlen in diesem Scheißladen, oder? Ja, aber der ist auch geil. Ich fühle mich richtig zu Hause. Aber ich habe den Truck doch nicht gefunden. Aber ich folge mal den Reifenspuren. Erstmal die ganze Scheiße wieder ausmachen, die du angemacht hast. Vincent, komm mal. Oh, hier, ich brauch dich. Komm. Ja, gleich. Hast du die Tür eigentlich extra offen gelassen? Nee, da war ich gar nicht drin. Ich habe keine Türen geöffnet, die waren alle so. Looks freshly made. Ein Keks? Ein Keks? So, hier haben wir einen Keks. Warte, ich bin nicht. Du machst jetzt echt den Abwasch, Alter. Oh Mann. Das dauert jetzt noch Stunden. Wie du auch da draußen rumläufst. Wie easy. Ich renn nochmal vorbei. Wie so ein Alien. Los, komm. Das reicht aber mit dem Abwasch hier, ey. Truck Action. I bet some delicious meals have been made here. Ein Würstchen? Oh, so ein Würstchen, dann wäre ich dabei. Komm mal mit. Ich mach schnell in den Kühlschrank, ob wir noch was anderes zu essen haben. Do they have something good? Wir haben doch gerade geilen Fisch gegessen. Oh, ich hab Bier. Oh, this beer must have been open for a long time. Oh, nee, dann ist das natürlich hier auch nicht Sinn des Erfinders. Okay, kommen Sie. Wir hier geht's drauf. Ja, ja. Wie wir auch am Chillen sind, obwohl wir voll die gesuchten. Jetzt bleibt er schon wieder stehen. Ich bin nicht stehen geblieben, ich habe gerade die Zeitung gelesen. Das ist natürlich wichtig. Alter! Wie schaffst du es innerhalb von 3 Metern schon wieder umzudrehen? Ich muss mir nur kurz die Hände waschen, dann können wir sofort losgehen. Haben wir es jetzt? Oh, ich würde so gern mit der Schrotflinte gerade eins überziehen. Ich finde es auch immer noch nicht gut, dass du eine Waffe mitgenommen hast. Das lässt dich also super bedrohlich wirken. Um die Tür zu machen. Los, komm. Was ist denn der? Oh, ja, komplett rechts. Geh da runter. Und dann gehst du rechts direkt. Jetzt rechts. Nein. Ja. Geradeaus. Und da runter. Bist du sicher, dass der Truck da drin ist? Ja. Ich habe die Reifenspuren verfolgt. Interessant. Oh my god, it's a piece of junk. It's not that bad. What do you mean it's not that bad? Hey, it's even missing wheel. I'm sure there's a spare around here somewhere. I don't know, man. It's not like we have a choice. Sherby's running on foot. Let's fix it up and we'll be out of here in no time. All right. Ich hab schon Benzinkanister. Die jagen immer noch die Pferde, ne? Das ist schon mal sehr gut. Bevor ich den Reifen wechseln würde, würde ich erstmal versuchen, ob die Karre angeht, ne? Ne, ich such mal einen Reifen, das ist wichtig. Hey, Benzin habe ich ja schon. I see a tire over there. Let's find a way to get up there. Ich hab schon mein Hebeeisen. Kannst du mich mal eben schieben ziehen, bitte? Hier über das Seilding. Siehst du mich? Ja, aber komm mal bitte hoch hier. Genau. Und dann mach mal bitte hier das Stahlseil. Dreh das mal. Nee, nach vorne. Ich weiß.
okay. Da, geil. Reifen. Ich hab Reifen. Ja, wer platziert denn da die Reifen? Kannst du jetzt runterschmeißen? Weiß ich nicht, was der macht. Wahrscheinlich schmeißt er ihn runter. Jetzt runterschmeißen. Ist ja nur ein Reifen. Der ist ja unspektakulär einfach nur gefallen. Warte, guck mal nach links. Ist da noch was? Ja, ne? Nee, da ist nichts mehr. Warum hängst du dich denn so rum da dran? Ich habe einfach X gedrückt, das hat er von alleine gemacht. Wahrscheinlich gibt es nur eine Hänganimation. Das wären nur die 26 Euro. Ja. Inklusive einer Hängeanimation. Okay. Wo hab ich denn jetzt den Reifen hingeschmissen? Da. Reifen anbringen. Nice. Perfekt. Richtig gut. Okay, now we just need to screw in the studs. We need to attach the wheel okay. First. Haben wir irgendwo einen Schraubendreher? Hier an der Werkbank hier. Vielleicht? Hier. Ah, perfekt. Kreuz, ja. Das brauchen wir. We could use this to fasten a new tire. Geil, ey. Ich glaube, dass man jede einzeln anziehen muss. Okay, done. Now we need some battery lift up the pickup to remove the support. Great. The car has four wheels now. That's a good start. Jetzt brauchen wir eine Batterie. Batterie, Batterie, Batterie. Batterie? Ja. Hast du schon eine gefunden? Warte mal. Nee. Ich glaube, die wird hier drin sein. Kann natürlich sein, dass sie woanders steht, weil Benzin war auch woanders. Benzin war in der großen Hütte. Das habe ich schon gefunden. Soll ich mal gucken, ob ich schon Benzin einfüllen kann? Ja, mach mal. In der Zeit gucke ich mal, ob ich vielleicht hier beim Traktor was finde. Tank füllen. Let's chop some wood. Das sah gerade aus, als ob du daneben geschlagen hast. Nee, ich habe das in das Holz reingepackt. Okay, hier ist keine Batterie. Beim Hufeisenwerfen ist auch keine Batterie. Ja, warte. Hufeisenwerfen muss ich so oder so noch machen. Haben wir hier? Wir haben auf jeden Fall hier guck noch mal hier. Einen Brunnen. Hier, zum Traktor. Ne, beim Traktor ist nichts. The battery seems dead. Aber ich habe die Animation dahin bekommen. Da kann vielleicht noch irgendwann drin sein. Mhm. Okay. Ich schau mal hier. Wo ist die Batterie? Ein Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis. Wo war das nochmal? Wir haben blau und schlau. Ah, wir haben blau und schlau gelöst. Wir ja, genau. Haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir sind ganz schön schlau. Huch, sollten wir essen. Okay, wie muss ich das machen? Das sag ich dir nicht. Okay. God damn it. Ich hab's einfach auf den Boden fallen lassen. Das ist natürlich ganz geil. Okay. So wird das hier nix. What a throw! So wird das hier nix, ey. Find die Batterie nicht. Yes. Ich glaube, die ist irgendwo ganz offiziell im Wohnzimmer. Meinst du? Meinst du, ich soll nochmal durchs Wohnzimmer rennen? Ich glaube nicht, dass sie im Wohnzimmer ist. Ja, wo könnte man denn sonst so eine scheiß Autobatterie hintun? Perfekter Wurf, sagt er. Guck mal! Ich hab ihm ein Bart gemalt. Wie assi du bist! Rede der Hurensohn, ne? Ah. I always wanted to learn how to sew. Was ist denn hier? Okay, nee.
Kann mal bitte irgendjemand in die Kommentare reinschreiben, wo wir die Batterie finden? Oh, eine Katze. Hart erschrocken, die Katze. Ja, da saß ich auch schon drauf, hab auch schon geschlafen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wir haben, also ich habe alles abgesucht. Guck mal, hier kann man aus dem Fenster klettern. Naja. Ah, warte mal, ich glaube ich. Vielleicht. Nee, hier steht ja auch nicht neben. Den Motorbau hat es schon aufgemacht, ne? Battery seems dead. Battery seems dead. Haben wir irgendwas auf der Lagerfläche stehen? Nein, haben wir auch nicht. Ah, Benzin hast du schon eingefüllt? Benzin habe ich schon drin, ja. Genau, die gleiche Animation hatte ich nämlich auch, dass da hinten irgendwo was sein soll. Und was ist da? Ja, das weiß ich eben nicht. Hm. Die gleiche Animation hatte ich nämlich auch, als ich eingestiegen bin, dass die Animation dahin gegangen ist. Okay. Die Frage ist, ob das ein Bug ist oder ob das halt... Wichtig ist erstmal, dass ich beim Hufeisenwerfen gewonnen habe. Ich hab hier so ein Fauchen von einer scheiß Katze, wo ist die Bitch? Ja, ich auch. Ah, hier oben drauf. Ach, da oben, da, ach so. Deine Animation ist das, ja. Ich bin die ganze Zeit schon, wo ich die Animation hier hab. Hab ich auch schon drauf geguckt. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich hab hier alles. Ich hab hier alles. Hier im Truck ist. Im Traktor ist auch. Da hatte ich auch schon. Weil da ist halt eine Batterie. Eine Batterie, ja, aber ach so, vielleicht müssen wir das Auto runterschieben und dann hier dahin starten. Schieben. Oh, ja natürlich. Mm. Oh, wie schlecht. Kann natürlich sein, weil da ist ja auch so ein Überbrückungskabel. Oh. Ja, warte. Geh mal da, geh mal rein. Setz dich mal rein. Geh du auf die andere Seite? Nee, auf die andere Seite, Beifahrerseite. Du musst schieben. Schieb mal. Beifahrerseite. Du kannst schieben. Du kannst schieben. Drück mal RT. Oh. Kannst du jetzt irgendwas machen? Kannst du nach vorne laufen? Warte, mach nochmal auf. Battery seems dead. Nochmal? It's not gonna work. Aber wie schieben wir? The battery seems dead. Heben kann man nicht mehr. Ja, wir könnten auf jeden Fall schieben. Echt, aber so. Wie? Nein, also von der reinen Physik her könnten wir schieben. Ja. Können wir den Truck da hochschieben? Nee. Total dumm wäre. Haben wir hier gerade echt einen Spielbug oder sind wir so dumm? Ich überlege auch schon, ob wir irgendwie ein Seil brauchen oder sowas, um den zu. Aber. Oh Mann, ey! Hä? Oder irgendein Flaschenzug? Im Fahrrad. Might as well help them out. Hm. Ich stehe doch hier. Hier, das brauchen wir doch. Genau, aber wir müssen das Auto da hinkriegen. Hm. Also was natürlich auch sein kann, und das vermute ich gerade, dass wir die Mission neu starten müssen, weil wir haben zu viel bevor gemacht, bevor das Ding gesagt hat, dass wir es machen sollen. Wieso? Weißt du, was ich meine? Na, der Stab hier hinten war als erstes drin. Ja. Den hatte ich als erstes gefunden und es konnte ihn einsetzen. Ja.
Das ist. Und wir haben den Sprit eingefüllt. Ach so, meinst du, dass das Spiel nicht damit gerechnet hat, dass ich schon mit dem Sprit dahin komme? Zum Beispiel, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Na. Wir können ja noch einmal gucken, ob auf der anderen Seite noch irgendwas ist, womit wir irgendwas machen könnten vielleicht. Hier oben. Aber da habe ich geguckt, also da war eigentlich nichts. Hm. Das kann ja auch nicht sein. Not gonna work. Hm. Ja, wir müssen ihn irgendwie da runterbekommen. Ich habe aber keine Ahnung wie. Na. Vielleicht Pferd vorspannen. Ich wollte gerade sagen, wir hätten die Ferne nicht wegschicken dürfen. The battery seems dead. So, warte mal, jetzt ist die Batterie tot. Ja, yeah, das ist auch da schon die ganze Zeit. Ja. Yeah. So, jetzt mache ich das hier auf. The battery seems dead. So. Jetzt müsste bei dir die Animation kommen, von wegen, ja, ganz ehrlich, nehmen wir doch die hier so lang. Mann, ist doch kacke. Ey, ohne Witz. Dead. Kann nur. Oh. Ich fühle mich ein bisschen. Ich will jetzt nicht neu starten. Das ist. Für was denn? Ja. Truck reparieren. Ja, haben. Also wir haben alles. Wir wissen auch, was wir tun sollen, aber. Wir kommen nicht runter. Das Spiel lässt uns nicht. Kommen nicht runter. Wie ein Rasenmäher. Mit dem können wir aber auch nichts machen. Irgendwo noch eine zweite Batterie? I prefer them fried. So, ich hab hier noch irgendwas. Guck mal, ich kann mir. Guck mal, komm. Okay. Ich schmeiß einfach mal ein Hühnchen in die Luft, ey. Aber da ist bei dir jetzt auch nichts mehr, oder? Nee. Ein Schwein. Ja, wir haben ja auch das ganze. Wenn das ganze Haus ja auch durchsucht. Ich glaube einfach, wir waren zu schnell für das Spiel. Ich würde. Ich glaube, wir waren einfach wirklich zu schnell und zu gut. Und deswegen ist. Wir sind vor der Animation quasi jetzt. Also. Vor der Animation. Ich mache jetzt einfach so, ich drücke jetzt einfach mal am Kontrollpunkt neu starten. Ja, mach mal. Und dann machen wir es einfach ganz stumpf, dass wir das Auto finden. Ja. Und genau das machen, was die sagen. Und nicht irgendwie vorher da was reinschieben. Truck reparieren. So. Okay. Warte mal. Wir sehen, dass der Reifen fehlt. Okay, dann ab nach oben. Mal einen Reifen holen. Hey Vincent. I see a tire over there. Let's find a way to get up there. Man, das ist jetzt ganz oldschool. Also nicht irgendwie hier einen eigenen Gedanken führen oder so. Nee, schön. Wenn das schön nach. Roten, wenn das Ding einen roten Faden hat, dann nutzen wir den auch. Ich guck nochmal. Nee, hier ist wirklich nichts. Warte, stopp. Warte. Ja, ich muss. Gleich mal um, weil da schon gerade irgendwas von. Ja, aber das Hebelseil. Ist unten gewesen. Glaube ich. Egal, ich guck sofort. Aber es unter Hebeeisen, uns. Ah ne, das ist das Hebeeisen. Das habe ich auch schon geholt. Ach so. Das Hebeeisen braucht man nachher um das Stück Stein. Ja, das ist ja viel einfacher. Okay. Haben wir hier? So, jetzt machst du das Ding da dran. Nee, nimm nichts aufnehmen. Mach direkt den Reifen. Nein. Das haben wir genau, das wäre genau der gleiche Fehler. Reifen dran und fertig. Und dann okay. Gucken wir, was er dann sagt. Dann sagt er nimmt. Okay. So, jetzt sagt er gleich, wir müssen das festmachen. Ja. Sehr gut. Okay, now we just need to screw in the studs. Nur den mal. We should attach the wheel before we remove this. Alright, Tyre. Here I come to screw you. Okay, I screw you. So, an das Ding.
Auch wenn ich nur drei Schrauben angeschraubt habe. Was ist das? Achso, die Support-Dinger. Ja, warte. Das geht nicht. Jetzt drück mal X da hinten. Guess we need to lift up the car before removing this. Nee, was machst du? Must be something around here we can use to lift the car. Warte. Genau, jetzt musst du es erstmal genau. This could probably lift the car. Ready, Leo? So. Anheben. Jetzt musst du das Ding rausziehen. Perfekt. So, jetzt ist nämlich die Stange auch hingefallen. Schieben! Jetzt können wir auch schieben, siehst du? Oh. Siehst du? Das ist es. Was für ein es Fail. Das war einfach nur gebuggt. Das ist ja super, der Fail. Wir laufen in eine halbe Stunde hin und her. Was streiten die sich? Hat doch perfekt gepasst. Ich würde sagen, das hätte nicht laufen können. Okay, dann hole ich jetzt Benzin. Ja, ich kümmere mich um den Anschluss hier. These jumper cables might refresh the battery. Jumper cable. Okay. Gas canister. Ja, so perfekt. Ohne Witz, ey, das haben wir. Nur wegen so einem Scheiß-Bug müssen wir den ganzen Dreck jetzt nochmal machen. Okay, ja. Renn damit. Leo, try starting the car now. Du musst jetzt hier. Leg das jetzt hier hin. Da kommt gleich wieder die Katze. Ich will das da mal rein. Was war das also, merkt euch, wenn ihr es spielt, niemals Sachen machen, die man noch nicht darf. Sonst kannst du neu starten. Ja, oder wo das Spiel sagt, machen wir später. Okay, ich steig ein. Stimmt, guck mal. Weil dadurch, dass ich Tank. Guck mal, wie die Kamera jetzt auch guckt. Ja, ja. Siehst du, jetzt ist das Auto ist zwischen der Kamera, so siehst du? Ja. Oh, ja, so schlecht, ey. Wir haben mega den Bug gefunden. This piece of junk. It actually worked. Yeah, I told you so. Sometimes. You just gotta have a little faith. Warum sehe ich eigentlich so beschissen aus? Well, I was doubting. Weil ich einfach Style hab. Du hättest dir wahrscheinlich auch was Cooles aussuchen können, yeah, aber. Yes? Geht nicht. No, I don't know. It was a while ago. We need your help now, officer. Okay, hurry up, please. Absolutely. Was macht er da? Löst er einen Rubik's Cube oder was? Yes, they'll be here any minute. Okay, I'll go take care of them. No. Just stay here. It's all right. Just wait here. I'll be fine. Wo ist denn sein Revolver, Alter? Filthy scum! Oh shit! Take cover! You're gonna pay for this! Come on, let's go! Yeah. You die! Come on! Come on! Yeah. Der kann ja hart nicht zielen. Go, 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 go! Er schießt auf, wo schießt er denn hin? Auf den Baum. Auf den Winkel. Damn it! Aber wie entspannt sie auch einfach die ganze Zeit über die Farm gegangen sind, obwohl sie wissen, dass sie verfolgt werden, ne? Ich könnte da nicht so entspannt sein, glaube ich. Ich hätte mich auch nicht entspannt nochmal dahingestellt und den Abwasch gemacht. Nee. Aber dafür gibt's ja Videospiele. Hey, hey! Nee, 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 nee. Ah, ich liebe Geräusche. Und ich liebe Ladezeiten. Oh, ich hasse Ladezeiten. Ladezeiten sind das Schönste der Welt. Ist echt so. Und ich muss die ganze Zeit auf dich warten, weil ich bin schon lange fertig. Wahrscheinlich, ne? Hey, Basic! Ja. We got cops coming! Step on it! Ah, auf einmal Cops. Ja, die haben ja die Cops gerufen. Can't this piece of shit go any faster? Just sit down, Leo! You're gonna fall off! Alright! Here we go! Oh. Zielen und schießen. Kann ich. Oh, shit! This boat is on driving, man! I'll keep them off our back! Ich will nicht schießen. Okay, ich schieß. Come on, come on! Hey, die ran! Faster, faster! I'll get them down! Alter, das geht richtig ab gerade.
Geil. Das macht so Fun. Oh oh, oh oh. Oh oh, ich hänge. Soll ich einen noch hinschieben? Was geil ist, fährst du eigentlich? Oder? Ja, natürlich. Das klingt fertig wie der Wäschewagen. okay. Oh. Was machen die denn hier? Die sind unzerstörbar, die letzten beiden gerade. Der hat schon gebrannt, aber irgendwie kriegst du ihn nicht kaputt. Und Munition hast du ja noch mit. Unendlich. Oh yay! Slow-mo. Slow-mo ist immer geil. Goddammit! Boah, Alter, ist der gestorben. Nein. Oh shit, oh shit, oh shit. Stop, you're under arrest. Stay where you are. Freeze. You okay? Stop. Yeah, yeah. Let's go, come on. Get those bastards, come on. Go, go, go. Ab zum Boot. We can't stay here. Wir haben ein Boot? Stimmt. Wir sind im Wasser, also irgendwo unter dem Boot. Ah, da ist ein Boot, ja. More of them. Get to the boat over there. Get to the chopper. Paddeln. Paddeln ist echt Beste. Paddeln ist die Beste. Und wie sind wir entkommen? Ich sag nur, Blende. Blende? Blende schwarz. Siehst du? Blende schwarz. Blende schwarz löst jedes Problem. Blende schwarz ist die... Blende schwarz ist das Beste. Wir werden halt auch so hart gleich auf irgendeinen scheiß Wasserfall kommen. I have no ja. idea, but the further away the better. Yeah, I guess you're right. Jetzt müssen wir bestimmt paddeln. Das finde ich cool. Alright, start rowing. We need to get Das ist auch wieder Synchrondödeln gewesen, ey. Hey Vincent. Yeah? I think I saw something in the water. It's probably a shark, Leo. What do you mean there are no sharks in this water? How do you know? It's sweet water. You're a clever guy. Nee, bleib mal auf deiner Seite. Hör mal auf. Ja. Ich will nur gucken, wie wir am besten lenken jetzt. But I really saw something though. Probably a fish. Yeah, whatever. A fish. Wie bei Sea of Thieves. Probably seven. Ja, ist echt so. Also. It could have been a crocodile. Oh, jetzt geht's aber los. Seriously? Oh, wir hätten nach ganz rechts gewonnen. Rafting! Well, nach ganz rechts. Nein, nein, nein! Was? Nein, wir wollen links! Ich will nicht gegen den Stein fahren. Jetzt aber, jetzt machen wir gleich rechts. Rechts. There are probably bears in these waters, Leo. Ha! Like I'd believe that. Oh, schön um die Kurve gedriftet. Du musst aufhören! Nein, nein! Sonst wären wir gegen den Stein gerast. Looks like our peaceful boat ride is over. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir! Schnell! Nein, nein, was nein, machst du? Nein, du darfst doch nicht! Das passt doch! Oh, Alter!
kein Augenmaß oder was? Nice, ey. Ganz recht. Wir machen hier Schafskurve. Achso, sorry. Was machst du denn? Ja, weil du nach rechts gesagt hast, dann habe ich mich links hingesetzt, natürlich. Achso, ja, ich meinte doch eher so. Oh. Das schaffen wir! Bleib in! Nee, komm, schnell! Aua, fuck. Jetzt gibt's keinen Erfolg mehr. Hey, watch out, some rough streams up ahead. Blub. Oh, was? Right. Das hat uns aber komplett nach links gehauen gerade. Von wegen, wir schaffen's ohne Crash. Wouldn't it be faster if I just jumped in and swam? Yeah, sure. You try that. I'll just stay in the boat. I think we're through the worst of it. Ja, natürlich. Jetzt kommt der Klassiker. Wir haben das Schlimmste hinter uns. You spoke too soon, Leo. Look straight ahead. Scheint auch so genauso wie von wegen, ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Der gleiche Satz. Es ist oh, ruhig. Shit. Zu ruhig. Ich auch noch Speed geben. Ja, wenn dann, ey, wenn Gas, fahr dann Vollgas. Oh, komm zu mir, du musst paddeln. Auf meine Seite. Ich drifte doch. Guck mal, du kriegst immer einen Schwung, wenn du nach rüber springst. Waterfall! Heftig. Du musst auf meine Seite. Ja, guck mal rein. Ich bin noch in der Animation drin, deswegen. Oh, was für ein Drift, Digga! Was für ein Drift! Ich dachte mir, ich setz dich mal rein. Oh, oh. Funktioniert. So halt. Oh, oh. Wir drehen es halt so doll. Ja. Au! Das war's. Das war's. Nein, dann schieß mir. Wir müssen das Ding nur gedreht bekommen. Wir haben kein Leben mehr. Komm zu mir. Schnell. Passt. Ja, passt. Schaffen wir nicht. Oder? Doch, das funktioniert. Ah! Das funktioniert! Boah, Alter, mit dem letzten Fitzelboot haben wir es geschafft. Oh nein, ich bin gestorben. Nein, du stirbst nicht. Ich rette dich. Stehen bleib. Ey, ich wollte gucken, was bei dir passiert. Das ist der Klassiker. Das war so spannend aus. Tschüss! Du kannst einfach nicht gerade wirklich fallen lassen. Nee, aber. Von wegen, du hast mir das Leben gerettet, ich rette dir das Leben gerade. Ich sehe es noch nicht, dass du dich irgendwie rettest. Ich halte dir meine Hand hin. Ich bin hier noch alleine. Das ist halt nicht. Das ist halt das schlechteste Retten der Welt. Okay, das ist starkes Retten. Sobald ein Slow-Mo dabei ist, ist es einfach legendär. Egal wie kacke es war. You okay? I'm okay. Let's get out of here. Alright. Heftig. Also fand ich auch sehr spaßig, das Rudern. Ja. Aber man muss auch sagen, durch Sea of Thieves sind wir natürlich krass ausgebildet, was Rudern und Schiffern angeht. Ja, aber ich hätte das Ding gern noch versucht zu drehen. Also ja, nee, geht aber nicht. Ich glaube, wir waren an Punkt X schon angekommen. Also weiter geht, glaube ich, nicht. So. What happens now? Ist jetzt vorbei? Look, ja. I know what you're thinking. But going after Harvey won't be easy. Glaubst du? I know. Achso, nee, weiß ich gar nicht. But I'm going after him. Na? With or without you. Wollte ich gerade auf das Ende ansprechen, aber. I want him gone. He's a cold-blooded killer. Ich will mit dir darüber nicht reden. The world's gonna be a better place without him. Nein. Einfach nein.
Okay, ich wollte dich fragen. Nein. You never told me, Leo. What is your story with Harvey? Oh, jetzt kommt's. Before I got busted, me and Harvey made a huge score. Bank job. Seine Nase. No. You ever heard of a Black Orlov? Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. Die Araber. Also im Endeffekt hat er nachher versucht, das Ding allein an die Araber zu verkaufen. Ja. Das erinnert mich gerade voll an Driver San Andreas. Ist echt so, ne? Beziehungsweise, ich finde, und perfekter Vergleich, ich finde die Grafik derzeit sehr wie Driver 1. Nee, ey. Also das Auto sieht schon echt gut aus gerade. Eine Tatsche. Looks about right. Mathehausaufgaben. Yeah, Erdkunde. Of course it is. You can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Dummer Tausch. Erdkunde gegen Mathe. Hätte ich nicht gemacht. Here you go. Oh oh. What do you think? It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. Heftig. Give me the case. What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo. Hand it over now. Er hat ihn einfach mal so elegant auf die Schläfe. Also. It's nothing personal. It's just business. Give me the briefcase. Das ist aber ein Hitzkopf. Ist echt so, ne? Scheiße, Mann, das ist doch kacke, sowas. Was meinst du jetzt? Ja, ich meine, wenn man schon so ein Ding durchzieht, dann muss man auch Ehrenmann sein, da kann man nicht einfach abhauen. I'm surrounded by cops. That's rough. I'm sorry. Okay, und jetzt. Oh, trust me. He's the one who's gonna be sorry. Jetzt, klar, wegen Mord und sonst was, ne? For me and for my family. Nee, nee, guck mal, hier. Ja. Ist es. Warte mal. Harvey is right now. I know one of his guys. Hat Harvey gerade jemanden umgebracht? Er hat doch den Bruder umgebracht. War das der Bruder von ihm? What are we waiting for? Let's go after him. Das wäre natürlich jetzt heftig. Weil dann hätten sie jetzt quasi die Connection. Er hat an den Verkäufer gelöt gemacht und der Käufer war der Bruder von ihm. Like I said. Das wäre krass. Aber nee, kann er nicht sein, weil dann würde er die Geschichte kennen. Nee, warum? Er wüsste ja. Er weiß ja nicht alles, was sein Bruder macht. Aber er hat doch gesagt, er hat meinen Bruder umgebracht und hat es mir angehangen. Das heißt, er muss ja wissen, wie es dazu gekommen ist. Where can we find this Ray guy? Oh, das war doch auch. Don't worry, he's gonna be easy to find. Ja, but wir mal I need to make jetzt. Sure my family's safe first. Of course. Let's go. Aber ohne Witz, die Story packt mich wirklich. Also die ist. Hakennase und Ziegenbart auf dem Weg durchs Land. In den Grocery Store. Oh, wer ist das? Juno? Was ist das denn? Juno war schwanger. Ist sie doch auch. Eine alte Juno. Don't go too far, Alex. Ihr musstet doch Juno auch bei Frau Glinsner gucken, ne? Ach, ja. Mom? What is it? Oh oh. Daddy ist doch gar nicht in Italien. Er wird gesucht. Oh, shit. Alex? Alex. 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 Alexa. Alexa. Wie wird das Wetter morgen? Stürmisch. Leo, can I ask you something personal?
Yeah, sure. How do you and your wife manage to stay together in this line of work? We've always been together. You know, she knows me better than I know myself. I was 12 when we met at the orphanage. Ach, Quatsch. Orphanage? You could say that my parents didn't do their job. I'm sorry. Daher also die große Nase. Don't be. I barely remember that. Besides, I was fortunate enough to have Linda. Der erinnert mich she was crazy. Von der you know, Profil we used to run away together. Sehr an so einen Mike Krüger Charakter aus. Cigarettes. Nee, aus Harry Potter. Das stimmt, ja. Still is. No matter what. Von Mike Krüger ist auch schon geil. This is how it is. Das ist der italienische Mike Krüger. Und wieder Ladezeiten. Ach, oh, schön. Ich liebe Ladezeiten. Treiberpark. Sehr schnell. Oh, fuck, ey. No rates. No pets. Leasing. Das ist genau mein Metier. Das ist auch so, da würde ich kaufen. Wenn ich das so optisch ja. draußen sehe. Auf jeden Fall. It's a woman and a boy. About this size. You don't know where das ist die beste live? Beschreibung für eine Familie. They had to move while I was inside. I see. Let's just have a look around. Das ist die beste Beschreibung für eine Familie. Suchen nach einer Frau und nach einem Jungen, der so groß ist. Ja. So, warte mal. Sollen wir, weil die erste Folge, die ging ja so relativ lange, sollen wir hier nochmal so einen kleinen Cut machen? Weil so, wir haben jetzt gerade eine Episode quasi abgeschlossen. Wir sind ja geflohen. Ja. Das würde doch ganz gut Sinn machen. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Folge von A Way Out mit mir und Daniel. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich gucke da oben zu, wie gerade jemand versucht, keine Ahnung, von seinem Trailer aus Mäuse zu angeln. So sieht's ich aus. Weiß nicht, ich guck mal. Ich recherchiere das schnell. Retten, ja. Mach du deinen Abmod. Okay. Nee, er macht nur eine Antenne. Sah aus, als würde er angeln. Ja. Nee. Dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Lasst mal einen Kommi da, wie euch das Ganze gefallen hat. Und guckt das live, wenn wir die nächste Folge machen, auf mixer.com/studiotv. Und wenn ihr es live geguckt habt, Internet High Five in 3, 2, 1. So. Ich habe mir so toll auf den Oberschenkel geschlagen. Okay, vielen Dank, Daniel. Vielen Dank euch da draußen, dass ihr zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh oh, ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende. Seht ihr? Oh mein Liebling. Also, ist das gut? Oh mein Liebling. Sieht nach einem großen Ende aus. Oh!